Ja, herzlich willkommen zur Telinge. Das hier ist der Hydrogol-Kanal. Mein Name ist Markus Gersting und wie der Name schon sagt, ist es das Format, in dem ich Tee trinke. Aber nicht nur. Diesmal habe ich ein bisschen mehr zu erzählen wie letztes Mal. Letztes Mal war es eigentlich im Prinzip warten, das Probedrucker aufschlagen, das Reader aufschlagen und die sind alle gekommen. Also volle Hütte. Ja. Fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Aktueller Perry ist natürlich jetzt hier Leo Lukas Tödliches Paradies. Das ist die Nummer 3206. Der Roman hat so gemischte Gefühle bei mir hinterlassen. Ja, war nicht so ganz meins. Er war gut geschrieben, definitiv, aber nie so wirklich ganz meins. Also, ja. Was mir aber recht gut gefallen hat, ist die Beilage. Und alle 8 Wochen gibt es eine sogenannte Stellaris-Geschichte. Mit schickem Bild ist hier die Stellaris, ist die Nummer 91, die Goldmaschine von Marie Eriksson. Titelillustration ist Fabian Maschoik. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja, doch, also man sieht, es geht um Gold, es geht um Handwerk und ja, und was halt auch passiert ist, ist im Prinzip, wir haben natürlich jetzt neuen Zyklus. Das heißt, was beim neuen Zyklus passiert, es gibt auch ein neues Datenblatt. Da wir natürlich jetzt auch einen kleinen Zeitsprung haben. Es passiert, was immer normalerweise auch im richtigen Leben passiert. Leute gehen irgendwann in Rente, es fangen neue Leute an. Das heißt, die Besatzung tauscht sich so ein bisschen durch. Im Perirodan-Universum sind die Leute natürlich ein bisschen langlebiger. Das ist aber nur für ganz, ganz, ganz ausgewählte Mitglieder der Besatzung bzw. der Eigner, also also die Besatzung wechselt häufiger als die Eigner. So sollte es definitiv sein. Zumindest, dass man, ja, und was es dazu natürlich immer gibt, ist praktisch immer so das Stellaris-Datenblatt. Das ist die ganz neue Version, das ist die 2023er-Version. Die ist quasi mit dem passend zum neuen Zyklus angefangen. Stand ist 12. Dezember, also ja, schon 3 Monate früher, bevor der Zyklus anfängt. Man hat natürlich Vorlauf halt, ne? Wie gesagt, die 3 Monate Vorlauf, die braucht man dann auch, ne? Das ist so. Ja, und was natürlich dann heißt, neue Personen, das heißt, das ist jetzt der erste Roman im neuen Zyklus, das heißt, dieser Roman stellt natürlich dann auch neues Personal vor. Im Prinzip wird in diesem Roman halt quasi die neue Zentrale, also die neue Kapitänin vorgestellt, die neue erste Offizierin vorgestellt. Ich halte mal das Exposé in die Kamera. Dann kann man sich vielleicht schon mal vorstellen. Also Sunyata Gupta, genannt Sparks, ist halt die Kapitänin. Sehr sympathische, nette junge Dame, indischer Herkunft. Ja, wird begleitet von quasi Nyra Zifferblech, erste Offizierin, ist Zaliterin. Man sieht das halt, wenn das Wimpen halt rot eingefärbt mit kupferfarbenen Haaren. Ja, beide haben sich stammen von Zalit. Sparky ist quasi halt doch mit den Eltern hingezogen. Die Eltern sind Botschafter, von daher ist sie dort aufgewachsen, hat sich halt mit ihrer Erstoffizierin angefreundet. Sie sind zusammen halt dann quasi auf die Raumfahrerschule gegangen und haben dann irgendwann, ja, ist Sparky dann halt auf der Stellaris angeheuert als Kapitänin, hat dann ihren Abschluss gemacht und hat dann ihre erste Offizierin dann quasi zu sich geholt. Ja, was gleich geblieben ist, ist die Besitzer, also halt im Prinzip. Muss man gerade nochmal vorlesen, wie es alle gibt. Die sind gleich geblieben. Also, Drücker Trecht, der Sicherheitschef, halt unser Topsi da, der ist geblieben. Der Arzt ist neu. Es gibt einen neuen Chef-Steward, Galax Federkleid. Ist auch noch nicht aufgetaucht. Oder? Ich glaube noch nicht. Schlag mich nicht, wenn ich es nicht weiß.
Shimei, die Eignerin, ist natürlich geblieben. Syl und Gru, das sind halt diese beiden, wie hießen die nochmal? Myra, genau. Die, das Schiff ist halt wirklich auf dem Planeten Myra abgestürzt, damals beim Anfang des Weltenbrandes, genau. Und ist dann halt da gestrandet, weil es halt irgendwie eine Hyperraumflaute gab und sie dann halt da gefunden. Und was halt natürlich noch dabei ist, ist halt seit ganz, ganz fast am Anfang 42, das ist halt Konsul Zirome, der Vortrat, also ein Swoon. Ja, man kann ihn erkennen, glaube ich, ne? Der ist auch noch dabei gewesen, von daher. Die sind aber noch nicht aufgetaucht. Ich glaube, da sind natürlich so ein paar Geschichten in der Pipeline und ja, Stellatrice ist halt dabei, das ist das Schiff. Vielleicht das ein bisschen erzählen kann. Es ist halt, oh, das hat Thomas Röhrs hat da wirklich ein paar schöne Animationen gemacht, so Computeranimationen. Ich glaube, man kann sie auch auf YouTube angucken. Das ist so im Prinzip die Stellaris so im Vergleich zu so einem Synecdoche sein. Und dann sieht sie halt nochmal quasi halt hier zusammengebaut und in Einzelteilen. Das ist ein Ding, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal zu Gemüte führen. Das ist eine sehr schöne Ansicht. Da kann man sich natürlich einen von diesen Standardelementen mal rauspicken und ja, die verwenden. Ist natürlich ein sehr interessantes Konzept. Standard-Container, weil im Prinzip das ist natürlich immer abhängig von der Kugelgröße. Also im Prinzip, die Container sind nur standardisiert für Schiffe eines bestimmten Durchmessers. Wenn man den Durchmesser ändert, sind das keine Standard-Container mehr. Oh, genau, man kann hier nur so ein bisschen was sehen. Ja, müssen wir uns nochmal angucken in Ruhe. Ich habe auch noch eine Zeichnung. Ne, die gibt es ja nicht. Die gibt es im alten Datenblatt. Das ist nochmal eine etwas technischere Risszeichnung. Ne? Die ist wahrscheinlich noch gültig. Das Schiff ist uralt. Das stammt noch aus der Vetagraph-Zeit. Von daher wurde das ein paar Mal umgebaut. Und ja. Okay, das ist das Datenblatt. Bekommt man von Olaf Briel zugeschickt, wenn man sich da mit einer halbwegs passenden Idee beworben hat, wenn man eine Geschichte schreiben möchte, dann schickt er einem das zu. Ja, man soll natürlich dann aber auch wirklich eine Geschichte schreiben. Ja, und apropos Geschichte schreiben, kommen wir natürlich dann zuerst mal zur Goldmaschine halt, ne? Das ist, wie gesagt, halt, wir stellen halt Sparky vor, wir stellen unsere erste Offizierin vor. Sparky ist quasi ihren Job neu angetreten und er wird natürlich erstmal passend an Bord der Stellaris gefeiert. Die Familie ist da, also beziehungsweise die Eltern sind da, die kleine Schwester ist mit dabei und ja, sie scheinen wohl sehr tanzfreudig zu sein. Also im Prinzip, weiß ich, ob das so am Akonidischen Hof auch so gang und gäbe war halt oder natürlich bei Gesellschaftsempfängen. Wird natürlich ab und zu auch mal getanzt und halt die Mutter ist leidenschaftliche Tänzerin und ja, würde etwas mehr Eleganz und Grazie von ihrer Tochter erwarten. Anscheinend ist sie doch nicht so durchtrainiert oder beziehungsweise halt schon, ja, natürlich nicht ganz so erfahren halt. Ne? Die Mutter scheint wirklich sehr, sehr begnadete Tänzerin zu sein. Ja, stammen so aus dem indischen Umfeld. Ja, man merkt also wirklich Familie, alles ist bunt, sind alle freundlich und ja, es ist hat so ein bisschen Indian-Vibe. Ja, macht eigentlich schon mal Lust auf mehr halt. Wie gesagt, halt unsere Zerliterin ist halt dann Seven Reich, die Namen sind immer klasse. Ja, die guckt das so ein bisschen aus der Außenperspektive halt und dann im Prinzip, ja, haben wir natürlich, unser Sicherheitschef hat noch einen Auftritt, von wegen halt, so als Inderinnen sind ja bekannt für vielen und schönen Goldschmuck, auch wie im arabischen Raum, ist so ein bisschen natürlich Aussteuer mit dabei und ja, das ist auf jeden Fall halt so, dass die Aussteuer ist oder die Wertanlagen sind halt dann quasi meistens in Form von Goldschmuck. Und ja, da kommt Goldschmuck, kommt abhanden aus der Kabine der Kapitänin. Das findet der Sicherheitschef natürlich so gar nicht lustig.
Ja, und auf dem Video wird dann auch gleich zu sehen sein, wer das war. Und das war halt dann die kleine Schwester, die der großen Schwester dann irgendwie Goldschmuck geklaut hat. Und ja, das wird natürlich dann nicht erstmal an die große Glocke gehangen. Das versucht man natürlich dann erstmal in der Familie zu klären. Und ja, dann im Prinzip stellt sich halt raus, ja, also wer nicht gespoilert werden will, schaltet ab, ihr kennt das Spiel. Das ist also ein bisschen was, werde ich erzählen. Also im Prinzip, es geht darum halt, dass ja, und die kleine Schwester Goldschmiedin werden will und sie dafür irgendwie sie eine Maschine gebaut hat, die halt so Goldschmiedearbeiten ausführen kann. Dafür braucht sie aber quasi Blaupausen und oder Inspiration halt und Möglichkeiten halt, die Maschine zu trainieren. Und ja, sie leiht sich halt den Goldschmuck aus, was natürlich dann jetzt so ein bisschen schief gegangen ist. Ja, und ja, die Eltern finden so die Idee mit diesem Goldschmiedehandwerk so gar nicht gut. Also das meinten sie, brotlose Kunst und das können doch alles Roboter machen. Und warum musst du da jetzt Hand anlegen? Und handgedengelt, ja, das sind so die, so ein bisschen das Künstlerleben halt, ne? Das ist brotlose Kunst. Und ja, aber die kleine Schwester will sich nicht beirren lassen. Sie scheint, er hat da wirklich ein besonderes Talent für. Und was für eins? Das müsst ihr in der Goldmaschine nachlesen. Oh, das ist wirklich eine spannende, schöne Geschichte. Wirklich sehr bunt, also wirklich auch nicht zu ernst. Also es ist nicht so, wirklich, nicht so ganz grim, dark, düster. Ja, also so eine entspannte Familiengeschichte, schon mit Drama drin natürlich halt, aber ja, aber doch alles sehr entspannt, sehr cozy. So eine entspannte Lektüre, den kann man schön lesen. Also es ist wirklich, glaube doch, ja. Also ein ganz schöner Einstieg, stellt die Figuren echt gut vor. Also von daher, ja. Schöne Geschichte, schöner Einstieg. Gratulation, Marie Eriksson, zur ersten Stellaris-Geschichte. Mir hat so gut gefallen. Ja, ist sehr entspannt, kann man so ganz entspannt lesen. Das ist so ein bisschen was zum Abschalten. Bisschen was Herzerwärmendes. Also kann man so lassen, definitiv. Also beide Daumen hoch, natürlich. Ja, ich hatte schon erwähnt, ich habe auch noch eine Stellaris-Geschichte. Ich habe natürlich das Problem, ich bin mit dem alten Datenblock angefangen. Was so keine clevere Idee war, weil das war abzusehen, der Zyklus ist natürlich irgendwann zu Ende. Und da hätte ich mich viel, viel mehr beeilen müssen, beziehungsweise es gibt wohl noch eine ganze Reihe von Geschichten, die vor mir eingereicht worden sind. Und ja, damit bin ich dann ins nächste Jahr gerutscht und hätte dann automatisch ein neues Datenblatt bekommen. Also von daher, ja, hätte ich wahrscheinlich eine deutlich bessere Geschichte einreichen müssen, um dann wahrscheinlich höher zu rutschen und in den alten, ins alte Datenblatt zu kommen, vermute ich mal. Oder halt, ja, es war natürlich vielleicht dann auch, wäre natürlich vielleicht transparenter gewesen, einfach zu sagen, okay, warte aufs nächste Datenblatt, dann musst du dich nochmal alles neu schreiben. Also das ist so. Die Besatzung hat sich geändert. Es gibt Wechsel bei den in der Führungsmannschaft. Also die Eigner sind zwar noch dieselben, aber die also die Kapitänin und die erste Offizierin haben gewechselt. Damit ist natürlich ein ganz anderer Stil da, ganz anderes Umfeld, ganz anderes Spannungsfeld. Also ich hatte im Prinzip, ich glaube, also unser Springer ist ein ganz anderes Kaliber gewesen. Mit dem ist, glaube ich, nicht gut Kirschen essen. Während Sparky natürlich eher so der nette Charakter ist, also wirklich eher sympathisch und ja, sie kann anscheinend auch anders, aber man hat sie jetzt wirklich sehr nett, sehr familiär kennengelernt, von daher ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, da muss ich mir jetzt anders überlegen, also die Konstellation, die ich mir ausgedacht habe im Spannungsfeld, halt kleiner Techniker gegen den Kapitän, der halt dazu sehen muss, dass seine Fracht pünktlich ankommt, entfällt. Das ist. Ja, ich glaube, Sparky ist natürlich sehr technikbegeistert. Von daher werde ich, glaube ich, den Charakter auswechseln müssen und wahrscheinlich mehr das aus der Sicht Sparkys erzählen oder in dem Zusammenspiel erzählen müssen. Was natürlich immer so ein bisschen, der Raum hat bis zu 200 Leuten Besatzung, was natürlich, da kennen wir jetzt halt maximal fünf von oder sechs. Und der Rest ist dann der freien Fantasie überlassen. Beziehungsweise ich hatte im auf dem alten Datenblatt natürlich schon fleißig recherchiert und eine ganze Menge Leute mir schon mal angeguckt, rausgeschrieben, welche Leute sind da alle aufgetaucht, die konnte man natürlich verwenden. Gut, ist natürlich jetzt hinfällig, wir haben wieder einen Zeitsprung, von daher gibt es neue Leute, neues Glück und ja, ich habe zwei Charaktere, die eigentlich ganz gerne einbringen würde.
Ich muss bei mir allerdings gucken, weil im Prinzip der Platz ist natürlich auch begrenzt in der Stellaris. Man hat 35.000 bis 37.000 Zeichen. Das sind 35 Seiten ungefähr, 35 Normseiten, ungefähr 5 Kapitel. Ja, da muss ich mich nochmal neu sortieren und also ich, wie gesagt, das Format habe ich jetzt einmal probiert halt. Ich habe eine Geschichte geschrieben. Ich bin auch gut mit dem Platz hingekommen, nur allerdings mit der Geschichte da nicht, weil der Platz dann im Prinzip den Fortgang der Geschichte diktiert hat. Und ja, da muss ich von der Schreibart vielleicht noch so ein bisschen umwechseln. Also im Prinzip Kurzgeschichten, so die Wolfenbüttel, Kaliber 8 Seiten, 5 Seiten. Die habe ich immer meistens in einer Session geschrieben, an einem Samstag, so von morgens bis abends. Das ging ganz gut. Und die Langform, da kann man das natürlich nicht am Stück schreiben. So meine Bücher, da mache ich meistens immer ein Kapitel, das sind dann so 1000 bis 1500 Wörter, so 2 bis 3 Stunden am Abend, wenn es hochkommt. Und ja, da schreibt man natürlich dann 60 Kapitel halt und dann verteilt über mindestens 60 Tage, wenn es gut läuft. Und manchmal läuft es natürlich nicht gut, aber so in dem Dreh, 60 Arbeitstage im Prinzip oder Schreibtage. Und ja, also ich denke mal, die Stellaris-Geschichte, die wird auch eher ein Kapitel pro Abend werden, also dann muss ich nochmal neu aufteilen. Wie gesagt, ich muss mir die Konstellation, ich muss noch mal so ein Spannungsfeld nochmal überlegen, wobei Sparky wahrscheinlich jetzt mehr als Technikaffinerin vielleicht schon mehr ein Händchen hat. Da müssen wahrscheinlich so ein bisschen so die Eigner wahrscheinlich mehr darauf achten, von wegen die Kohle muss reinkommen, sieh zu, dass du ankommst und ja. Also die Zahnräder drehen sich. Ich muss es nochmal neu sortieren, neu konzeptionieren. Und ich denke, da werden dann wahrscheinlich eher die. Ja, es passt schon. Ich glaube, das passt so in der Konstellation. Und ja, mein Blues entfällt natürlich halt. Ne? Das ist dann. Ja, muss ich nochmal gucken. Ich muss nochmal, wie gesagt, das Ensemble nochmal zusammenpuzzeln. Da habe ich natürlich jetzt wirklich sehr, sehr freie Auswahl. Ja, schauen wir mal. Ja, in dem Sinne, das, was damit mit Stellaris erstmal gut sein. Das ist jetzt noch ein Projekt, nachdem ich aus Wolfenbüttel wahrscheinlich zurück bin. Ich habe da noch zwei andere Dinge, die jetzt da erstmal vorrangig sind oder davor dran sind. Eins hatte ich ja schon in die Kamera gehalten hier. Das ist der Rida-Alltag im Horror, Science Fiction, Fantasy in Wolfenbüttel. Das ist vom 3. bis 5. Februar dieses Jahres. Und ja, das ist jetzt erstmal der Schreiblehrgang. Ich habe jetzt die Rida durchgearbeitet. Ich habe mir auch eine Menge Notizen, einige Notizen gemacht. So ganz alles durchdrungen habe ich noch nicht. Aber da, also ich habe schon mehr vorbereitet als sonst. Und mal habe ich es immer nur einmal durchgelesen und dann im Seminar dann gefreestylt und meine Gedanken zur Story dann mitgeteilt. Und ja, muss ich nochmal sacken lassen und wahrscheinlich wird es vielleicht auch wieder einfach so frei von der Leber weg erzählen halt. Ne? Das ist so der Peri-Rodan-Bewertungsbogen. Er passt für Kurzgeschichten, passt da nicht ganz. Man hat zwar so ein paar Punkte drin, aber so wirklich anwendbar ist es für Kurzgeschichten nicht. Gut. Ja, das ist jetzt so Aktion nächste Woche. Deswegen wird es auch Sonntag eine Aufnahme geben vom aktuellen Heft. Ich werde das versuchen, freitags morgens zu machen. Ich habe einen Tag Urlaub und weil ich habe halt, weil es Freitag halt schon anfängt und versuche halt dann morgen, also muss es dann halt donnerstags lesen, freitags morgens die Rezension machen. Und in der Teelänge abends, sonntags abends, denke ich, bin ich aus Wolfenbüttel zurück und dann ja, kann ich ein bisschen erzählen, wie es da war und ob es vielleicht was Neues gibt und ja, vielleicht ein paar mehr schreiblastigere Themen erzählen. Ja, das ist so das naheliegende große Projekt, was Stellaris noch so ein bisschen zurückdrängt. Und das natürlich noch viel größere eigene Projekt ist natürlich jetzt hier der Alpha Centauri-Aufstand Pro Produkt Nummer 1 von Hydrogol. Das ist die Neuauflage. Man sieht, ich habe schon so ein bisschen reingeguckt. Also, ich bin noch ganz am Anfang. Ich habe so jetzt die ersten. 10 Kapitel gelesen. Ja, ich muss sagen, also es liest sich deutlich flüssiger, es ist gefälliger, definitiv, also im Vergleich zu der alten Version. Doch, man merkt schon halt so, Uschi Zietz hat da nochmal, Zietz hat da natürlich nochmal drüber lektoriert, halt sehr viel Anmerkungen geschrieben, also Anmerkungen geschrieben.
Einfach den Sprachstil einfach nochmal geglättet halt und Formulierungen angepasst, ne, und so Stolperstellen angemerkt. Ja, die haben wir so größtenteils raus. Ich habe noch so ein paar Dinge noch ergänzt, ein bisschen umgeschrieben, und also nicht gravierend. Also es ist so im Prinzip, die Story ist noch, wie sie vorher ist, aber im Prinzip sie ist jetzt einfach deutlich geglätteter, gefälliger, stringenter. Deutlich weniger Stolperstellen drin und ja, ich finde, es liest sich gefälliger, man kommt gut voran und gut, das ist mein Erstling, da bin ich natürlich befangen, aber ich glaube, das wird ganz gut und ja, sobald ich damit durch bin, werde ich halt die Änderung nochmal im Probedruck 2 einarbeiten. Da gibt es auch das aktuelle finale Cover halt im Prinzip, das ich auch schon mal gezeigt hatte, glaube ich. So, mal gucken, wo ist es denn? Das ist halt das Cover für Probedruck 2. Ja, man sieht halt nee, auf der anderen Seite hier, also hier fehlt noch der letzte Absatz. Ne? Der ist hier leider im Buch verschütt gegangen. Ist zwar jetzt ein Aufkleber drauf halt. Ne? Das ist dann irgendwie beim Umbruch oder beim Überlappen der einzelnen Elemente leider verschütt gegangen. Aber ja, im Probedruck 2 ist es drin. Halt, da habe ich drauf geachtet und dann. Preis muss ich noch gucken, was BOD da sagt. Das wird sich dann weisen. Ja, also das sind so meine Aktivitäten. Man merkt halt wieder volle Hütte. Also die letzte Woche so im Leerlauf war natürlich ein komisches Gefühl, irgendwie keine Projekte anstehen zu haben und dann irgendwie, aber war vielleicht auch mal ganz nett, mal so ein bisschen zu entspannen, ein bisschen so leerlaufen zu lassen und dann einfach so mit frischem Elan dann wieder an die Sachen ranzugehen. Was beim Probelesen und Testlesen und Korrekturlesen immer wichtig ist, halt im Prinzip, dass man den Kopf frei bekommt, dass man sich vom Text noch mal ein bisschen lösen kann und wieder mit einem halbwegs frischen Blick drauf kommt. Gut. Den Einfallsklaroberstand, den kenne ich größtenteils auswendig natürlich. Habe ich natürlich jetzt schon zum dritten Mal jetzt. Ist der dritte Anlauf jetzt und ja, aber diesmal jetzt mal richtig ordentlich und dann lektoriert vom Profi und ja, ich denke, das wird ganz cool. Ich halte euch auf dem Laufenden und dann sehen wir mal weiter. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, lasst das für heute Abend erstmal gut sein. Es gab eine Menge Themen heute und ja, ich würde sagen, ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Restsonntag, einen guten Start in die nächste Woche und man sieht sich ja zur Aufzeichnung der aktuellen Peri-Rezension und natürlich Sonntagabends zu T-Länge live wieder oder halb live. Ja, wo ich dann wahrscheinlich aus Wolfenbüttel berichten werde. In dem Sinne, ja, wünsche ich noch einen schönen Sonntag und ja, lasst euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern und bis demnächst.